Moin und herzlich willkommen zu Federstiel und Tintenklecks. Mein Name ist Janne. Ich bin Sebastian. Und wir zeigen euch heute die Tinte Nudlers. Die Tinte Biber von Nudlers Inc. Jetzt haben wir es. Die wurde uns auch von Thomas zur Verfügung gestellt zum Review. Die schicken wir ihm danach wieder zurück. Ich glaube, das ist ein dunkles Braun. Wir sind sehr gespannt, wie die aussieht auf dem Papier. Hoffentlich wie Biberfell. Ich vermute. Wir sind gespannt, wie gesagt. Ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns am Tisch. Ganz viel Spaß! Die Nudlers Inc. Biber wurde uns zugeschickt von Thomas zum Testen. Ja, ich weiß, es gab einige Kontroversen mit Nudlers, aber... Und das unterstützen wir auch nicht. Richtig. Aber wir testen die Tinte trotzdem mal und zeigen euch diesen braunen Ton. Ich vermute, und wir haben sie auch nicht selber gekauft. Richtig. Ich hoffe, es ist Biberbraun. Mal gucken. Ich hoffe, wir haben auf unserer Swatchkarte gleich ein Biberfell. So fransig? Ich hoffe genau. Nicht. Doch. Es müsste ein sehr dunkles Braun sein. Mal gucken. So, gib mal die Karte bitte. Und die Feder. Und dann wollen wir mal schauen, was da rauskommt. Also das, was ich im Glas gerade sehe, sieht nach einem sehr schönen Braun aus. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe zu viel Tinte drauf. Ja, oh, da kommt noch so viel runter. Das ist auch immer ins Taschentuch. Dann ist wieder zu wenig. Nein, Quatsch. Einmal nur ganz kurz reindippen. So, ich glaube, es passt. So, wir haben... Lass mal stehen. Ich habe das schon nicht um. Du musst nicht mehr so eine Angst haben um mich. Nudlers Ink. Und das ist die Farbe Beaver. Besonders haarig sieht das jetzt noch nicht aus. Besonders haarig sieht es nicht aus. Da hast du wohl recht. Wir müssen auf den Swatch Bonnie drauf. Du, und das dann als Thumbnail nehmen. Nein, wir lassen unseren Hund in Ruhe. Wir haben doch noch im Sack. Wir haben noch einen zweiten Hund, meinst du? Nein, vom Scheren. So. Ich zoome euch mal ein bisschen mit rein. So. Dann seht ihr auch schon ein bisschen mehr Farbe. Und jetzt geht's los. Schokoladiges Braun, würde ich sagen. Das ist kein Biberfell. Ein schokoladiges Braun ist das, glaube ich. Ja. Ja, das sieht aber gut aus. Ein Rotbraun. Eher so ein... Wenn es feucht ist, ist es wirklich ein Rotbraun. Aber da, wo es jetzt schon trocken geworden ist, hier unten, hier, hat was von Lebkuchen. Nee, mal wieder. Nee, das sieht nicht aus wie Lebkuchen. Das sieht aus wie Lebkuchen. Wir legen gleich mal die Karten daneben. So, kann ich wieder zumachen. Ich glaube, die Tinte reicht noch fürs Papier zum Schreiben. Schreiben wir erstmal schnell mal einen Satz auf. So, dann nehme ich euch ein bisschen mehr Zoom raus. Sonst seht ihr gar nichts mehr. So, wir haben hier... Nudler. Was ich denn? King. King. Nee, Kini. Ink. Farbe ist Beaver. P. Das war ein P. Reicht es oder willst du noch ein bisschen? Ich glaube, das reicht. Das sieht ein bisschen wenig aus, deswegen. Nö, das passt. Okay. Quick Brown Beaver. Kannst du Gedanken lesen? Nein, ich dachte, das ist gemein, weil ich es gesagt habe. Nee. Aber du hast vorher schon angesetzt gehabt. Ja. Jumps over the lazy dog. Ein schönes Braun. Kann man nichts so sagen. Ein einfaches, schönes Braun ohne großartige Überraschung. So wie es geschrieben ist mit der Feder, sieht es fast aus wie Kastanienbraun.
Jetzt ist die Karte auch trocken. Die Tinte ist pH-neutral. Steht drauf, ne? Ja. Sehr gut. Schönes also wer Braun. Empfindliche Haut hat, kann sich da drin baden. Genau. Und dazu ein bisschen Palmoliv. So. Ich hätte ja gesagt, ich habe hier noch mal ein paar Karten. Die gucken wir uns mal an. Dazu zoome ich mal ein bisschen raus. Dann gucken wir mal, wie wir das hier irgendwie ins Bild bekommen. Ich habe jetzt hier noch mal dazu Tsukushi. Das Tsukushi von Iwashi Tsuku. Grünes Schien. Guck mal, grün-gold. Ja. Mhm. Dann haben wir noch das Karamellbraun von Kaweco. Dann haben wir Carub de Chypre von G. Herbin. Und Toffeebraun von Mont Blanc. Und das kommt dem Ganzen da dann gucken wir mal. Ziemlich. Na, ich glaube, so eine Mischung aus den beiden könnte das gut nachstellen, darstellen. Ich lege die mal nebeneinander. Die legen wir schon mal zur Seite, weil die sind ein bisschen heller. Carub de Chypre, Mont Biber. Mann, Biber! Wie komme ich da jetzt drauf? Nudlers Ink Biber und hier wegen Mont Blanc. Mont Blanc Toffeebraun. Und die sind doch ziemlich nah beieinander, wobei das Biber etwas rötlicher ist. Ja. Und das ist natürlich hier und ein bisschen Schimmer drin. Mit weniger aber, Shading. Ja. Also als Mont Blanc. Als das Toffeebraun. Mhm. Ein schönes rötliches Braun. Gefällt mir gut. Auch für den Alltag zum Schreiben perfektes Braun. Kann man nichts falsch machen. Aber ist halt auch keine Überraschung, ne? Nö. Und halt ein Braun. Classy. Sieht ein bisschen aus wie Kastanie. Eine schöne, würde frische Kastanie sieht genauso aus vom Ton. Ja. Würde aber nicht an Kastanienbraun rankommen. Kastanienbraun geht dann doch eher so in die genau, Richtung. Kastanienbraun ist eher so wie das hier. Ja, aber so wie eine frische Kastanie sieht das auch aus. Mhm. So eine ganz junge, frische Kastanie aus dem Igel gepellt. Mhm. Schön. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Auf Kastanien sammeln. Ja. Das war unser schnelles Tintenreview von der Nudlers Ink Biber-Tinte. Jetzt sehe ich auch, hier sind kleine Biber drauf. Hast du es nicht gesehen? Habe ich vorher noch nicht gesehen. Irgendwie was Mühe war. Auf jeden Fall. Sehen wir uns nächsten Montag wieder. Bis dahin. Drückt uns. Wir drücken euch. Wir drücken uns jetzt auch. Und bis nächsten Montag. Tschüssi. Tschüss.